Morgens, hier ist er wieder, euer Dutchman. Da seht ihr eine Piratenstation. Ja, willkommen zurück zu Starmate. Und ich ergreife hier einfach mal mit meinem Raketenschlitten das Hasenpanier, nämlich die Flucht hin zum nächsten Shop. Ja, das habe ich inzwischen ein paar Mal gemacht und dabei fleißig Ressourcen dann eingesammelt. Ja, hier einfach mal eine kleine Schlachtszene. ja, ich habe inzwischen auch noch zwei weitere neue Schiffstypen mir gebaut oder Schiffe mir gebaut. Und ja, schauen wir mal, ne? Die Piraten kommen jetzt hier an die Basis ran. Nicht rammen, nicht rammen, nicht rammen, nicht mich rammen, nicht mich rammen, nicht mich rammen, bitte. Nicht, halt, brr, stopp. Und da donnert der Pirat doch glatt hier in den Shop rein. passiert aber nichts. Ne? Er macht sich halt nur den Shop zum Feind, während ich hier versuche, seine Schilde runter zu schießen, damit ich ihn ausräubern kann. ja, was gibt's sonst? Ne? Ihr seht, das ist hier eine Salvage Sally, die jetzt mal ein bisschen durchdreht. Und ja, ich versuche sie zu kriegen, versuche dran zu bleiben, dass ich also den Core treffen kann und zum Überhitzen bringen kann. Und ja, ich mache dabei jetzt folgenden Fehler, dass ich halt aus dem Shop-Range rauskomme und jetzt also von den anderen Piraten angegriffen werde. Krieg das aber noch mit, schaue mich um und versuche mich wieder zurückzuziehen. Ja, da sind wir wieder in Shop-Range. Und dann versuche ich, die aus der Distanz fertig zu machen. Ich habe ja den Raketenschlitten so gebaut, dass der etwas weiter tragende Geschütze hat. Habe inzwischen auch ein paar Schildblöcke dran, dass er also ein bisschen was ab kann. Aber so ein oder zwei Schuss höchstens. Ja. Und versuche mich also hier wieder an die Salvage Sally ranzumachen. Damit er auch mal mitkriegt, wie so ein Piratengefecht abläuft. Ja. Das habe ich also, wie gesagt, eine ganze Zeit immer wieder gemacht. Bin mit dem Schlitten losgeflogen und ja, hab also Piraten angelockt. Also, da seht ihr, da kriege ich also selber was ab. Ja, zieh mich wieder zurück. In Richtung des Shops. Ne? Dann seht ihr hier so ein Shuttle vorbeifliegen. Das ist natürlich unbewaffnet. Das kann mich gar nicht abschießen. Das kann mich höchstens rammen. Ne? Macht dadurch aber keinen Schaden. Aber irgendwo ist halt, glaube ich, noch ein Gegner, der auf mich schießen kann. Nehmen wir uns erstmal das Shuttle vor. Und damit wir hier Ruhe haben. Ja, der fängt hier an, Walzer zu tanzen. Und ja, ich glaube, da hat es ihn dann auch schon. So. Ja, er braucht ein bisschen, bis ich da den Core treffe. Auf die Entfernung ist das ein bisschen schwierig. Ja, ja, ich habe inzwischen das Startuniversum, in dem ich eigentlich angefangen habe, wo ich euch die Black Widow gezeigt habe. Das habe ich inzwischen, ja, weggeschmissen. Und habe jetzt also nur noch die Spielstände hier aus meinem Let's Play-Universum. Wo ich halt auch immer jetzt versucht habe, mal an die Piratenstation ranzukommen und die fertig zu machen. Habe inzwischen auch ein paar schöne Szenen erlebt, wie also, oh, da kommt eine Big Dumpfire. Zweie. Die können mich natürlich mit ihren Raketen treffen, aber die treffen unter Umständen halt auch den Shop und dann gibt's Ärger. Dann kommt nämlich halt die Händlergilde. Und habe ich halt auch schon mal erlebt, wie eben Schiffe der Händlergilde mir hier zu Hilfe geeilt sind. Und ich kann hier einen Filter einstellen, damit ich sehe, was mir angezeigt wird. In der Liste. Oh, zuck, da ist es leer. Naja. ja, und mache mich jetzt wieder hier an die Salvage Sally ran, damit ich die abernten kann, sozusagen. No. Ja, ich habe also inzwischen erlebt, wie die Piraten mir gefolgt sind, dann versehentlich den Shop angegriffen haben und dann sind also auch prompt
Schiffe der Händlergilde mir zu Hilfe geeilt. Die haben natürlich denselben Schiffsmix wie die Piraten. Also da sind halt auch unbewaffnete Shuttles und Dampfhaiers dabei und halt auch die Isantis, die man schon als klassisches Piratenschiff kennt. Hab da also da ein paar Gefechte gesehen. Es ist natürlich wichtig, dass man dann die Schiffe der Händlergilde nicht angreift, ne? Sonst werden die wieder sauer auf einen, kennt er ja sicherlich. Und ja, ne? Ich habe ja hier keinen Gegner, der auf mich schießen kann, deswegen traue ich mich jetzt ruhig hier an die Salvage Sally ran und versuche ja den Chor zu treffen, damit er überhitzt. Ja. Und da fängt sie wieder das Tanzen an und ich werde von irgendwoher beschossen. Und ja, hau einfach erstmal wieder ab. Ja. Ja, ich habe halt auch gesehen, wie eine Piratenbasis von Schiffen der Händlergilde angegriffen wurde. Von einem halben Dutzend oder nur Dutzend unbewaffneten Shuttles, die also von den Geschütztürmen der Piratenstation dann ruckzuck fertig gemacht wurden. So, und ich fliege hier mal am Shop vorbei, in der Hoffnung, dass die Gegner mir also hinterherkommen und dann wirklich dicht am Shop dranbleiben. Und da haben wir sie, die Isanti, die mich beschossen hat und die mich jetzt wohl auch leider fertig machen wird, wenn ich mich recht erinnere. Ja, Ding, da bin ich gestorben. Und ja, hol mir also den letzten Spielstand zurück. Jetzt sehen wir eines der Schiffe, die ich neu gebaut habe. Dieser magentafarbene Quader, das ist mein Bunker. Ja, das Ding ist also wirklich nur ein riesen Kasten. Ja, auf der einen Seite ein bisschen Triebwerke dran, er hat noch nicht mal ein Cockpit. Und wir werden wieder von unten einsteigen. Das ist also mein Tresor, in den ich alle meine Beute, meine Schätze reinschaffe. Da seht ihr, habt ihr hier jede Menge Kisten und natürlich jede Menge Energie und Schildblöcke, damit das Ding also doch recht unverwüstlich ist. Und ihr seht hier, in den Kisten habe ich schon angefangen zu sortieren. Das ist immer eine Heidenarbeit. Ja, da ist man glatt eine halbe Stunde mit beschäftigt, wenn man von so einem Beutezug zurückkommt, das dann hier richtig in die Kisten reinzupacken. Besonders, wenn man selber mit einem Schiff unterwegs ist. Na, ich habe das hier ein bisschen natürlich getrennt. Ja, und mehr ist hier in diesem Schiff aber nicht. Ne? Wie gesagt, es hat noch nicht mal ein Cockpit, also ich sehe noch nicht mal, wohin ich fliege. Ja, das Ding soll als einfach nur ein Bunker, ein Tresor, ein Lager. Ne? Und dann habe ich ja in diesem Universum einen ja quasi Nachfolger der Black Widow gebaut. Heißt nicht Black Widow, sondern Tarsus. Wer sich daran erinnert, das ist das Schiff, das man als erstes in Privateer fliegt, der Schiffstyp. Ne? Eine Tarsus, die man von seinem Großvater erbt und die so das erste Schiff ist, mit dem man da einsteigt. So ein leichter Fighter, so ein bisschen Kombination aus allem, ne? Aber halt eben sehr schwach und nur sehr schwach auszurüsten. Und ja, aus dem ganzen Material, was ich inzwischen erbeutet habe, habe ich mir halt die Tarsus gebaut. Die hat also drei Geschütze, mit denen sie schon ganz schön zuhauen kann. Die werden wir hoffentlich auch später nochmal im Gefecht erleben. Ne? Und habe hier also ja wieder mein Kastendesign ein bisschen verwendet. Die hat auch hinten ein Cockpit, damit ich also, wenn ich zum Beispiel rückwärts fliege, sehe, wohin ich fliege. Oder mich halt eben auch, wenn ich vor Piraten fliehe, mich einfach mal nach hinten umgucken kann, ohne das ganze Schiff rumdrehen zu müssen. Ne? Da haben wir die Gravity Unit, da haben wir ein paar Plextor-Kisten, da haben wir den Core mit dem Waffencomputer drauf. Davor halt die Schutzwand, ne, die Panzerung. Ja, rundrum, das Ganze ist quasi eingekastelt in, eingemauert in Schildblöcke. Ja. Und ja, da haben wir mal die verschiedenen Perspektivwechsel. Das ist jetzt die Frontperspektive, ne, wo ich also quasi durch meinen Seeschlitz gucke
Und wenn wir uns mal die Waffen angucken, die haben richtig Dampf, diese drei Kanonen, die ich da eingebaut habe. Also die können schon ganz kräftig austeilen. Ja. Ich habe inzwischen auch mit der Tarsus gute Erfahrungen gemacht. Die ist zwar nicht mächtig genug, um eine Piratenstation auszuhebeln. Jedenfalls nicht, wenn die nicht schon entscheidend geschwächt ist. Aber gegen Piratenschwärme kann sie sich so schon ganz gut zur Wehr setzen. Wobei ich das immer noch ganz gerne mache, dass ich halt einfach zum nächsten Shop fliege, die Piraten nachkommen lasse und sie dann eben Stück für Stück fertig mache. Ich suche mir hier mal, glaube ich, einen Asteroiden aus, der in der Nähe liegt, um da mal eine kleine Schießübung zu machen. Beziehungsweise, nee, ich mache mich auf den Weg zu einer Piratenstation, wenn ich das richtig sehe. Ja. Und dann schauen wir mal, was uns da so unterwegs erwartet. Ja. Also ich habe, wie gesagt, zwischendurch auch mit dem Schlitten und auch mit der Tarsus bin ich immer wieder hingeflogen in die Nähe der Piratenstation, die ich gefunden habe. Und habe dann die Piraten dort einfach zum nächsten Shop gelockt, dann genüsslich fertig gemacht. Ja, da sieht man mal die Feuergeschwindigkeit. Passt also auch mit der Energie, dass die nicht runtergezogen wird durch Dauerfeuer. Und da ist halt jede Menge Material zusammengekommen. Insbesondere das Material, was halt die Gegner fallen lassen, also die Fracht, die sie fallen lassen. Ja, da ist unheimlich viel zusammengekommen und natürlich auch die ganzen abgebauten Schiffe. Ja, da ist, wie gesagt, viel Material zusammengekommen, was man aber auch braucht. So, und da haben wir schon die nächsten Piraten, die hier von Händlerschiffen angegriffen werden, quasi. Ja. Und da werden wir gleich mal unsere erste Zielübung machen. Ja, und ihr seht, hier die Salvage Sally, die schneiden wir fast in Stücke. Und das ist eben die Beute, die sie fallen lässt. Ja, und die kann ich jetzt einsammeln. Ich steige dazu mal einfach aus dem Raumschiff aus, weil ich mich dann einfach langsamer bewege. Hier hatte ich noch die Gravitation an. Deswegen wieder orientiert. Ups. Aufpassen, dass mich keiner aufs Korn nimmt. Und rausfinden, wo fliegt der Krempel jetzt rum, damit ich ihn finde. Oh, das ist jetzt wieder so ein Kunststück. Aber es sind jetzt eben halt auch keine feindlichen Schiffe in der Nähe. Deswegen kann ich hier erstmal den Core übernehmen. Ja. Kennt er ja inzwischen das Manöver. Sich reinbuddeln in das Schiff, in den Core einsteigen, fertig ist. So, und jetzt mache ich mich nochmal auf die Suche nach dem Frachtgut, das die abgeworfen hat. Und da vorne ist es. Ja, diese vielen kleinen Teile. Die verschwinden natürlich auch nach einer Weile. Deswegen ist es wichtig, ich mache mir jetzt hier einfach mal einen Core. Chipcore, ne, damit ich mich einfach schneller bewegen kann und schneller da bin. Ne, zack, da bin ich. Sehe zu, dass ich halbwegs zu dem Krempel stillstehe, steige dann wieder aus, nehme den Core mit. Na, wo ist er? Wo ist er? Ich hatte noch gerade. Ne, ich lasse den Core stehen und sammle jetzt hier also ganz langsam im Vorbeiflug die ganzen Teile ein, den ganzen Krempel. Ja. Und das ist wirklich eine ganze Menge, was man da halt auf diesem Weg einsammelt. Da ist also ruckzuck das Inventory voll. So, ich glaube, ich habe jetzt hier alles eingesammelt. Jedenfalls fliegt hier nichts weiter rum. Das sind Händler. Okay, die sollte ich nicht auseinandernehmen. Ja, und da oben haben wir halt noch die Salvage Sally, die da auf mich wartet, dass ich sie auseinandernehme.
Ja, ist immer so eine Sache mit der Orientierung. Und da haben wir noch eine Isanti, das ist aber auch eine von der Trading Guild, ne? Also die benutzen dieselben Schiffe wie die Piraten. Ja, man kann jetzt also leider nicht. Ach, da haben wir noch Krempel. Nee, das ist ja der Chor. Ja. Man kann jetzt also nicht Schiffe exklusiv für die Händlergilde bauen. Ja. Sondern wenn man einen Schiffstyp zur Verfügung stellt als Blaupause, dann haben die eben alle und jeder kann die nutzen. So, ich schnapp mir hier wieder meinen Chor und dann steige ich in die Salvage Sally ein, gehe in den Baumodus und baue das Ding einfach kurzerhand ab. Ja, kennen wir gar nichts. Und sowas habe ich dann eben ja, eine ganze Zeit lang gemacht und habe dadurch halt einfach unheimlich viel Material gesammelt, ne? Ich kann quasi den markierten Bereich, den kann ich halt auf 10 mal 10 mal 10 Blöcke vergrößern und dann ist so ein Schiffchen doch halt recht schnell abgebaut und der ganze Krempel landet halt in meinem Inventory. Ne? Zum Schluss der Core, schwupp, und dann sind wir wieder bereit, nachdem wir uns nochmal kurz umgeguckt haben. Das ist auch eins von der Trading Guild. Ja, das ist halt ein bisschen schade, dass man die Schiffe nicht äußerlich unterscheiden kann. Das wäre zum Beispiel schön, wenn man Schiffe bauen könnte, die dann nur für die Trading Guild sind. Und wenn man sagen könnte, okay, diesen Schiffstyp, den dürfen halt nur die Piraten verwenden. Ja, wenn man das zum Beispiel in den Blaupausen schon festlegen könnte oder sonst irgendwie festlegen könnte. Das wäre nochmal richtig interessant, dass man dann halt eben für die Händlergilde auch ja, schön kampfkräftige Schiffe baut und für die Piraten halt eben ein bisschen aufpasst. No. Denn wenn jetzt die Piraten zum Beispiel eben mit der Black Widow oder mit der Tarsus unterwegs wären, dann ja, würde das Überleben hier schon schwieriger werden. Ja, ich bin jetzt wieder zurück in meiner Tarsus und packe jetzt hier den Krempel in die Kisten. Ja. Und sortiere das dann später im Bunker ein. Ich habe hier 8 Kisten drin, in denen ich den Krempel einfach erstmal so unsortiert reinhaue. Auf die Gefahr natürlich, dass vieles doppelt ist. Aber es gibt halt so viele Materialien, dass man da nicht auf Anhieb sortieren kann. Und die Kisten sind eben auch leider nicht so übersichtlich, wie man sich das wünscht. Ne? Ich muss da immer scrollen, ich sehe nicht den Inhalt der gesamten Kiste auf einmal. Das ist ein bisschen schade. Ja. Und das ist so ein bisschen umständlich dabei. Ja. Aber so habt ihr mal gesehen, wie ich hier fleißig Material eingesammelt habe. Entschuldigung. Und halt auch gleich die neue Tarsus im Gefecht erlebt. Ja. Ja, wir machen uns jetzt wieder auf den Weg. Schau mal. Genau, bei dieser Position ist nämlich die Piratenstation. Die möchte ich mir doch nochmal angucken. Die Schiffe in meiner Umgebung sind alles Gildenschiffe. Da brauche ich also keine Angst zu haben. Da sind auch keine Schiffsleichen mehr, die ich übernehmen könnte, aufräumen könnte. Also keine Ressourcen mehr. Das heißt, wir verabschieden uns hier erstmal und fliegen weiter. Ja. Zack, jawohl, da geht es dann in den nächsten Sektor. Und dann harren wir mal der Dinge, die da kommen. Zwischendurch mal immer wieder aufs Navigationstab geschaut, was so in der Umgebung los ist. Ja, nicht, dass man da Überraschungen erlebt, an der Piratenstation vorbeifliegt oder an der normalen Station vorbeifliegt. Ich bin halt auch immer noch dabei, so ein bisschen das Universum zu kartografieren, zumindest mitzunehmen. Und da haben wir schon den nächsten Piraten. Ich schaue mal gerade durch, was da alles kommt. Und da seht ihr schon, da kommt mir auch schon ein Shuttle von der Trading Guild zu Hilfe. Ja. Und ich entscheide mich mal jetzt nicht dazu, hier zum nächsten Shop zurückzufliegen, sondern mir die Piraten einfach mal so direkt vorzunehmen. Ja. Und ihr seht hier, die Big Damn Fire kriegt gleich erstmal mächtig auf die Schnauze.
Und wir werden gleich einen Fehler, glaube ich, im Spiel sehen. Weil man müsste ja jetzt sehen, wie die Schilder aufleuchten, beziehungsweise ich sehe ja jetzt die Trefferzahlen, aber die Blöcke werden nicht abgebaut. Das habe ich ja später mitgekriegt, da gab es eine Fehlermeldung vom Spiel. Ich habe es dann einfach neu gestartet und dann lief es wieder. Aber erstmal bin ich hier natürlich wie blöde dabei, auf die Big Dumpfire einzuhämmern und mich zu wundern, warum die Blöcke nicht weggehen. Weil Schilde hat die Kiste nicht mehr, die habe ich ihr weggeballert. Ja, und mit den Treffern, mit den Punkten, mit denen ich darauf haue, ihr habt es ja vorhin bei der Savage Sally gesehen, ne? So ein Rumpf, den säge ich mit der Tarsus eigentlich einfach durch. Ja. Und gerade aus dieser Nähe, ja, müsste ich da durchgehen wie durch Butter. Passiert aber nichts. Ja, taucht im Hintergrund eine Fehlermeldung vom Spiel auf. Ich habe es dann einfach neu gestartet und dann funktioniert wieder alles wunderbar. Ja, also sowas ganz einfach ist halt, wie gesagt, auch eine Alpha und da muss man halt mit sowas rechnen. Ich war hier nicht vorbereitet und ihr seht, ich bin da wirklich hartnäckig. Versucht dann auch mal einen anderen Teil zu treffen. Und denke mir immer, ich meine, das muss doch weggehen, das muss doch weggehen, das muss doch weggehen. Ja. No. Bis ich dann einfach mal auf die Idee gekommen bin, ja, okay, komm, starte einfach mal Spiel neu. Ja. Und dann funktionierte das also wieder einwandfrei. Also das soweit kein Problem, keine Affäre. Ich bin wirklich hartnäckig bei solchen Sachen, stelle ich gerade fest. Wirklich außerordentlich hartnäckig. Ja. Ich versuche mir dann nochmal hinten, glaube ich, die Plex Door vorzunehmen, ob ich da nicht durchhauen kann, aber ja, eigentlich hätten da schon die Blöcke fliegen müssen. Und hier die Dumpfire hätte offen sein müssen. Mich wundert auch ein bisschen, dass die anderen Schiffe mich jetzt nicht angreifen oder nicht weiter aktiv sind. Normalerweise die Big Dumpfire, wenn die also von Piraten geflogen werden, die schießen also auch tatsächlich die Raketen ab, allerdings sehr ungenau. Oder es liegt halt auch einfach daran, dass ich immer doch ein bisschen in Bewegung bin. Ja, aber ja, vor denen braucht man sich also nicht zu fürchten. Ne? Ich sehe hier also, alles ist ruhig, keine Bewegung mehr, aber es sind halt die Piraten nicht geschlagen. Und ich versuche mal jetzt, ob ich nicht bei einer anderen Dumpfire hier die Blöcke wegballern kann. Und da sieht man es also auch hier wieder, ne? Keine Reaktion vom Schild. Ich bin direkt auf dem Dings und hämmer da also auf den Dampfer ein, ohne dass da die Blöcke wegfliegen. War wie gesagt einfach ein Fehler vom Spiel, der spontan aufgetreten ist. Spiel neu gestartet, alles wieder in Ordnung. Ja. Das ist einer von der Trading Guild, das ist ein Pirat. Ne? Wenn ich schon kein Großschiff auseinandernehmen kann, was passiert dann mit so einem kleinen, mit so einem Shuttle? Das müsste ich doch auch einfach mal in der Mitte durchsägen können. Aber ihr seht, auch bei dem passiert nichts. Alles, wie gesagt, ich habe einfach nur die Fehlermeldung im Hintergrund nicht gesehen. Die kam halt in der Box extra. Ja, und da ich halt auch aufgenommen habe, habe ich da absolut nicht drauf geachtet. Ich wollte euch hier so schön zeigen, wie ich mit der neuen Tarsus hier die Schiffe auseinandernehme. Und dann passiert sowas. Naja. Ja. Nichts für ungut dabei. Wie gesagt, einfach das Spiel neu gestartet und dann wuppte wieder alles. Und ich habe mir hier also den ganzen Krempel auch abgeholt und abgebaut. Ja. Von daher ging das also wieder. Ja, was ist noch passiert? Ich lasse mich mal überraschen, was ich da noch gemacht habe. Bin hier ein bisschen ratlos. Oh. Oh. Habe also kontrolliert, ob also die Waffen auch wieder gesetzt sind und so weiter. Und habe einfach diese Fehlermeldung im Hintergrund nicht mitbekommen. Ja. Aber ihr seht halt, mit der Tarsus kann ich mich schon halt relativ gut und sicher im All bewegen. Jedenfalls bei den Gegnern, die ich halt momentan habe. Na, mit dem Schiffsmix. Das einzige, ja, ernstzunehmende Piratenschiff ist halt die Isanti. Die anderen Schiffe, die Piraten haben, das Shuttle ist unbewaffnet, die Salvage Sally und kann halt auch nicht auf Schiffe schießen. Und die Big Dumpfire,
Naja, die hat halt nur Raketen, die einfach geradeaus gehen. Und mit denen gehen die Piraten nicht sonderlich klug um. Also da schaffen sie nicht allzu viel. Von daher passt das also. Und ich ja, teste das hier noch eine Weile aus, bis das, ob und wie das funktioniert. Ja, aber naja. Ja. Ja, ich habe inzwischen auch noch die Big Dumpfire, die an meiner Station steht, kräftig aufgerüstet. Die werde ich euch beim nächsten Mal zeigen. Das ist dann nämlich tatsächlich ein Schiff, mit dem ich so eine Piratenstation auseinandernehmen kann, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, dadurch, dass ich so viele Big Dumpfire Piratenschiffe abgebaut habe, habe ich natürlich unheimlich viele von diesen Dumpfire-Raketenblöcken. Und da habe ich halt einige eben an meine eigene Big Dumpfire rangebaut. Die ist jetzt ein bisschen größer, ein bisschen hässlicher. Und ja, wo die hinhaut, wächst eben wirklich kein Gras mehr. Das werden wir dann aber mal in der nächsten Folge sehen. Ja, und ich denke mal auch die Salvage Sally, die werde ich für mich auch noch ein bisschen aufbauen, weil ich ja auch dann halt diese Salvage Laser ja auch erbeutet habe und da kräftig ausbauen kann, dass ich also auch noch ein schönes Schiffchen habe, um Asteroiden abzubauen. Denn das ist dann so die zweite Komponente vom Spiel, ne, mit den ganzen Ressourcen, die man hier erbeutet, muss man natürlich was anfangen können. Es gibt ein Crafting-System. Ja, und da sind wir also schon im Neuanflug wieder. Nach dem Neustart des Spiels. Glaube ich. Und ja, das soll es dann auch für diese Folge gewesen sein. Ich habe dann hier den ganzen Krempel noch abgebaut und ja, wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder. Da werden wir dann mit meiner Big Ass Big Dumpfire eine Piratenstation angreifen, beziehungsweise sehen, was von einer Piratenstation übrig ist, nachdem die Big Dumpfire sie angegriffen hat. Und wir werden dann mal mit der Tarsus da längs schießen und uns den Krempel da holen, also die Piratenstation abbauen. Bis dahin, bleibt mir treu, bleibt mir gewogen, empfehlt mich weiter. Adieu mit Ö. So, zu früh verabschiedet. Ich habe hier nämlich einfach nochmal ein paar Aufnahmen, ja, von einem Einsatz mit meiner neuen verbesserten, vergrößerten, verbadasserten Big Dumpfire rangehängt. Wir fliegen hier einfach mal zu einem Asteroiden, hauen die erste Salve rauf und wumm, ist der halbe Asteroid weg. Ja, da ist schon mal ein ganz kräftiges Loch drin. Wir schauen uns das gleich mal näher an. Und ja, ne, die Bestückung habt ihr ja auch gesehen. Habe ich euch auch gezeigt. Und wir warten, bis es wieder aufgeladen ist. Und dann, wumm, weg die Ecke. Und ihr seht, da fliegen also noch ein paar der Raketen weiter, weil halt die erste Rakete da schon alles Mögliche weggesprengt hat. Ja. Und ja, der Asteroid ist gleich mal noch ein Stück mehr weg. Ne. Und da noch eine Ecke weggehauen. Und dann kommt noch die Ecke dran. Sehen wir gleich. Gleich ist wieder die Ladezeit vorbei. Ne? Ist halt Peng und weg ist der Krempel. Und dann hauen wir noch mal richtig schön in die Masse rein. Ja, dann ist auch da noch mal eine ganze Masse weg. Der Haken dabei ist, das Material ist jetzt natürlich einfach weggesprengt. Das ist also vernichtet. Das kann ich also jetzt nicht abbauen. Ne? Aber egal. Ne? Ihr seht. Mit dem Ding kann man wirklich zuhauen. Das ist ein richtiger Hammer. Und ja, ich fliege mal hier dann wieder zur Basis zurück, parke das Ding da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.